So, die zwei Fragezeichen, aka Rätselmeister und Dullis, sind wieder da. Wunderschöne Ansprache. Finde ich aber auch. Habe ich nichts mehr daran ausgesetzt. Außer hallo. Ach so, hallo, ja. Ja, hallo, kommt man noch sagen. Ja, wir haben ein Rätsel aufgehört. Wir haben uns letztes Mal auch mit Bravour geschlagen. Ne? Wir werden dieses Rätsel jetzt lösen. Wir haben auch nicht 4 Stunden und 15 Minuten offscreen gerätselt. Nein, das haben wir nicht gemacht. Das ist Quatsch. Wir werden das jetzt uns angucken, dieses Bild. Ja. Und werden das sofort lösen können. Sag mal, wir brauchen 3 Sekunden. Ja, dann leg ich mal los. Ja. Willst du? Ja, ich mach mal. Guck mal, man kickt nämlich den hier so. Ne? Warte. Bevor du den so rüber kickst. Ja. Erst den hier. Ja, genau. Kickt man den. Und dann kick ich den hier hin. Moment. Zack. Den schieße ich schon mal oben auf Stern. Genau, richtig. Und ich schieße schon mal den hier unten. Den man ja auch braucht. So. Ja. Zack. Und Mensch, da haben wir das Rätsel ja in Windeseile gelöst. Absolut einfach. Mann, sind wir Brains. Aber so richtige. Ja. Oh, sollen wir weitergehen? Ja. Wurde Zeit. Mittlerweile 3.46 Uhr. Na, das stimmt ja nicht. Links oder unten? Nächstes Rätsel, ne? Ja. Na, gehen wir daher. Eine pinke Kanone. Die können wir selbst bedienen, ne? Bam! Schießen zu uns. Ja, das ist schon mal super. Auch gut. Oh. Ja! Wollen wir jetzt erstmal den anderen Weg gehen, oder? Wir müssen es wieder machen, oder? Wir wissen ja nicht, wo es hierher geht. Nein! Tut mir leid. Ist das Tess, der tasmanische Teufel? Als was willst du reinkarnieren, was? Reinkarniert werden. Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, dass hier so ein Ausdruck kommt. Hast du die Augen gesehen? Ja. Ja, das ist bestimmt einfach. Oh Gott. Ja, der ruft, ne? Ja. Ah, du schießt die aber selbst ab. Okay. Oh, verdammt. Hast du was getraut, ne? Tut mir leid. Das ist okay. Das tut dir leid. Das ist jetzt die Bombe dafür. Zack, wenn noch einer da gekriegt. Na gut, so der krasse Typ ist das jetzt auch nicht mehr. Nö. Finde ich die Skelette schwieriger gerade. Ja. Aber mal gucken, was noch kommt. Jetzt kommen schon die nächsten krassen Gegner. Warum die? Na, wann schießt er denn endlich? Gar nicht mehr. Scheiße, hat er mich noch erwischt. Entschuldige den Kraftausdruck. Welchen? Piep, der ist nicht. Hab nichts gesagt. Boah. Ja, jetzt. Ich bin ein bisschen langsam. Kata Carlo ist schon so ein Fuchs hier, ne? Oh. Das andere ist Pete jetzt. Wer ist Pete? Der Doppelgänger von Carlo, den wir jetzt eigentlich retten wollten. Das ist Captain Carlo. Ja. Der böse Carlo. Jetzt sind sie beide hinter mir her. Jetzt musst du aber... Ja, ich kann ja noch nichts machen. Hier ist nix. Glück gehabt. Easy auch. Easy. Dann noch einen hier. Zack. 2 Stück. Oh, ja, so eine Knarre möchte ich auch haben. So ein Streuschuss. Die altmodische Shotgun quasi. Ah, was macht der da? Das gibt's ja nicht. Das ist ja fies. Yo, da konnte ich überhaupt nichts machen jetzt. Ich bin dann gleich down, ne? Ist so. Aber ich habe genauso viel, wenig. So. Auf der eine. Ha, ist er kaputt? Hände hoch, Wochenende!
Stufe geschafft! Weißt du, letzte jetzt? Glückwunsch! Glückwunsch! Benötigte Zeit 2 Stunden, ja. Ja. Nee, wir haben ja nicht lange gerätselt. Nein, wir haben gar nicht lange gerätselt. Nee, nee. Kann man bestimmt die Hälfte von abziehen. Boah, ich bin glücklich. Ich habe es endlich mal durchgespielt. Ja, seit ungefähr 15 Jahren steht das hier im Regal. Ja. Mein Gott. Müssen noch ein schöner Abspann? Sollen wir mal weiterklicken? Vielleicht so einen schönen Dialog, den man vorlesen kann. Ja, gucken wir mal. Ja. Tja, wir haben sie erwischt. Aber von Pete und PJ keine Spur. Ob das vielleicht das falsche Piratenschiff ist? Ich will es nicht hoffen. Zweite Insel. Ich hoffe, dass die Piraten aus Pete und PJ kein Haifutter machen. Haifutter? Hilfe! Ist denn da niemand, der uns helfen kann? Hey, das hat sich nach Pete angehört. Oh nein! Sie wollen Pete und PJ an die... Nüsse? Gurgel? Krokodile verfüttern! Wie schrecklich! Das ist ein Krokodil. Stimmt! Wo doch nicht einmal Essenszeit ist! Das steht ja nicht. Helft uns! Hey Max! Komm doch mal und hilf mir! Danke Max. Bitteschön. Tja, das war ein toller Angeltag. Max? Ja, Papi. Ich freue mich. Was haben wir denn da hinten in der Angel? Ein Kater Carlo? Ja. Fangen wir wieder hier an. Es ist tatsächlich vorüber. Ist das ein Abspann jetzt? Ein Abspann. Ich glaube... Da kommt nichts. Da kommt nichts. Ja, aber wir haben's... Na, guck mal, das ist Jolly. Unser Jolly. Stellen Sie alle Gegner einzeln so vor. Jetzt das kann ja noch ein bisschen dauern. Oder ist das stellvertretend für eine Piratengattung? Ja, immer ein Bildschirm für eine Piratengattung. Ja, die... Es waren ein paar, ne? Die normalen blauen, die sind die Jollies. Ob Goofy und Max auch noch vorgestellt werden? Die dicken sind runter. Mhm. Lass uns einfach jetzt mal laufen. Ja, ein paar, so viele sind das auch nicht. Nö, nö. Das können wir jetzt auch genießen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wir lehnen zurück. Trinken. Haben wir uns verdient. Trinken unseren Goofy-Saft. Der Goofy-Saft. Jack. Jack Sparrow war das. Ach schade, dass keine Wiederholungen von uns kommen, dass das nicht speichert. Das wäre schön gewesen. Ja. Dass unsere Abschnitte gewesen wären. Das wäre ziemlich peinlich gewesen. Ach Quatsch. Der Rob war auch mit dabei. Jester. Jester Arsch. Die Sonic. Ich sag Sonic, du hast Kelleresse. Chi Chung Chong. Rap, natürlich. Ah, die Feuerbrünstigen. Firestarter? Die Firestarter, genau. Vielleicht. Ramble. Vielleicht stellen die Endboss auch vor. Yo! Ihr seid alle 12. Wie sind die denn alle? Hast du eine ganz normale rote? Wie ist der rote nochmal? Ich würde vergessen, wie der hieß. Ach, guck mal, Jester. Jester Hole. Oh. Hm. Ei, ei, ei. Das war der Firestarter. Ja. Der heißt Firestarter. Ich hoffe es. Ach, ah. Max. Können echt wir sein. Captain Feuerhauch. Fast. Und wie? Troll und Trolline. Red and Blue. Captain? Ah ne, Captain Rund. Captain! Captain, oder? Cooler oh. Oh, Lindwürmer waren das. Ganz gefährlich, die können normalerweise auch noch mit Blitzen schießen, ne? Und das lassen wir raten, wer das war. Roadrunner? Ja. Das manische Teufel. Du bist alle fertig.
Ja, da ist er. Ja, boah, das war fies, ne? Das war richtig fies. Muss man erstmal wissen. Das war Captain Carlo. Ach, ich dachte, wir haben gegen Pete und PJ gekämpft. Das war der Wal. Ah. Ein Frosch? Ah nein, ein Insulaner ist er einfach nur. Kein Mexikan. Ah, das ist die Disney-Bahn. Ja. Klatschen die? Max und Goofy waren das. Oder Goofy und Max. Ja, Max und Goofy. Die Abspann. Drehbuch und Regie von Shinji Mikami. Ja. Und Satoshi Murata. Das ist Produktionsleitung. Das ist grün, ne? Masatsugu Shinohara. Programmierung von? Ne, jetzt bist du dran. Shinya Ikuta. Der nächste auch. Toshihiro Fuchikana. Und dann kommt Tsuyoshi Wakuta und Yui? Yui Wada und Toru Nakayama. Ist das Scroll-Design? Ja. Nao Shoshida Tomohiko im Nagaki. Es ist schon schwer als Deutscher so, so andere Namen vorzulesen, das muss man sagen. Die Elf. Musik von Yuki Satomura. Und das nächste ist Tekuya. Besonderen Dank. Shiraiba. Ja. Und Produktion war Patrice Gilmore. Der passt nicht. Nee, der passt ja überhaupt nicht rein. Was will der denn da? Eigene Flächen. Und? Ende. Schade. Ich feiere gerade so ein bisschen. Dass wir es geschafft haben? Ja. Ja, das ist echt schön. Das ist das erste Spiel, was ich in meinem Leben durchgespielt habe. Das allererste. Ja gut. Schön, dass ihr dabei wart. Würde ich mal sagen. Für uns war es sehr lustig. Wir haben Tränen gelacht stellenweise. Ja, auf jeden Fall. Allein deswegen hat es sich schon belohnt. Ja. Auch wenn überhaupt niemand zuguckt. Das ist ja egal. Schalte bei unseren anderen Let's Plays auch ein. Es werden noch viele, viele, viele folgen. Ja, weil wir werden bestimmt nicht aufhören zu zocken. Nein. Ja, dann habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, hoffen wir. Und Gottes Segen. Auf Wiedersehen.